Servus, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen im unaufgeräumten UFO-Zimmer. Warum ist es so eklig hier? Ja, weil du hier wohnst. Perfekt. Leute, ihr habt ja gestern schon im Vlog gesehen, dass wir was Krankes vorbereitet haben für heute. Ich habe jetzt noch ganz kurz ein kleines Treffen mit dem lieben Schlohox, den ihr vielleicht vom Streaming kennt. Ich würde sagen, ich nehme die Kamera einfach mal mit. Thomas ist derweil dran. Du guckst mal in den Stream, oder? Ja. Ja, perfekt, Leute. Einer muss es ja machen. Ja, der ist halt offline, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zusammen dahin. Ich werde jetzt nicht großartig viel filmen. Und dann, meine Freunde, freue ich mich einfach auf die kommende Woche, die jetzt quasi hier ansteht. Wir haben so viel unnormalen Shit geplant, Leute. Wir haben so viel kranken Scheiß gekauft. Wir haben so viel vorbereitet. Wird auf jeden Fall nice. Wir machen es jetzt direkt mal auf den Weg. Bis gleich. Hallo. Hallo. Mein Board, guck mal, wie das aussieht. Sieht aus wie 200 Tage Longboard. Lass uns doch einfach schon mal reingehen. Okay. Weil es ist saukalt. So, Friends, gegessen haben wir jetzt. Es war Schockgesell, so wie immer. Wir haben noch zwei wunderbare Kandidaten hier getroffen. Einmal den Schlurrer. Einer. Babyhund. Schau, die hat sie geschmeckt. Top. Top. Kommst du gleich im Bikini? Nein. Warum? Because. Okay. Dann fahre ich jetzt zum Mo und hol ihn ab und dann sehen wir uns gleich im Büro wieder und dann geht's los. So, meine Freunde, was geht? Willkommen jetzt hier im YouTube-Haus. Den Mund, Mann, was ist denn mit dir, du Affenkind? Guck dich mal an, wie scheiße du aussiehst einfach. Ich muss mir ganz kurz mal ein Update einholen, Alter. Er ist gewachsen. Er ist stolz gewachsen. Sieht man ihn? Oh mein Gott, Baby, was ist das? Ultra hässlich. Ultra hässlich. Leute, wir gehen jetzt gleich rüber ins Ufer und werden unseren Plan in die Tat umsetzen. Möchtest du auch mitrutschen? Ja, nochmal, Alter. Super, bis gleich. Wir sind im Ufer angekommen. Was geht? Ja, nix so. Ah, nix. Was geht bei dir? Hast du eben fast geweint? Warum? Weil du mich angesprochen hast. Alter. Freddy, schau mal. Ich frag gar nicht, was hier los ist. Dinos. Kennst du das, wenn man sich fragt, was man für ein Content machen soll? Man weiß einfach nicht wie. Und man sucht diesen Hilferuf. Man braucht einfach jemanden, der kommt. So aus dem Nichts. Jemanden, der plötzlich. Content machen. Alter. Ich hab eine Idee. Wir bauen eine Wasserrutsche. Jungs, wir haben alles da zufällig. Wir bauen jetzt eine Wasserrutsche. Ja, dann bauen wir eine Wasserrutsche. Bist du cool damit, wenn ich eine Wasserrutsche baue? Ja. Was? Du vertraust mir? Nö. Jo, Leute, da würde ich sagen, Trendcon immer hat gesprochen, wir bauen uns gemeinsam eine Wasserrutsche. Wir haben alles hier. Also Leute, passt mal ganz kurz auf. Wir haben hier eine H2O to go. Das ist eine Wasserrutsche, meine Freunde. Ich lese ganz kurz vor. Rampa Speed Ramp. Puskurodje meke prisjani pru hat luka ariskodi odrani. Sdachi prudrani sadrani hat jati e jedete. Das heißt ungefähr, Speedrampe ermöglicht eine sanfte Landung und ein schnelles, geschmeidiges Rutschen. Einfach Gartenschlauch anschließend los. Da wir keinen Gartenschlauch haben, haben wir jetzt eine Spatzmann-Variante entschieden. Und zwar die rosa Gießkanne, die nicht nur wunderschön. Was machst du da hinten? Dinos! Die nicht nur wunderschön ist, sondern auch geli-geil. Verpiss dich in dein Zimmer, Leon. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt an. Wir haben hier noch ein paar Planen, damit das Ganze natürlich hier nicht zu sehr spritzt und splattert und irgendwas. Dann haben wir... Aua, geil. Dann haben wir hier vorne noch meine... Schaut mal ganz kurz mit. Wäre ja nicht Revi, wenn ich nicht vorbereitet wäre. Allein im Serverraum. Das ganze Internet verbirgt sich hier drin, Leute. Hier wird das Internet übrigens produziert. Dann haben wir noch das hier, denn dieses Ding kommt nochmal quasi unten drunter, sodass er letztendlich... Sodass dann natürlich letztendlich das Ganze hier hundertprozentig dicht ist. Meine Freunde, das Ding ist dicht, das hat noch mal eine kleine Plane drüber. Wir haben vier Badehose dabei, Trend-Content-Mann ist dabei, Felix ist dabei, Pettel kommt nach jedem Moment, wir warten noch auf Paluten. Und dann, meine Freunde, geht der große Rutschspaß im UFO los, Alter. Und das Schönste ist, ich werde diese Rutsche niemals abbauen, weil ich danach streame. Das heißt, ich fahre einfach nach Hause und tue so, als wäre ich noch nicht gewesen. Genial eigentlich. Okay, Leute, wir legen direkt los. Felix! Ich brauche nur deine Hilfe. Yeah, tell me what help do you need. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal hin und schneiden das Ding hier ungefähr erstmal, so hier vorne ungefähr ab. Und dann würde ich sagen, boah, das stinkt so richtig widerlich, Mann. Aber egal, Leute, alles für die Wasserrutsche. Wir machen jetzt hier einfach eine kleine, aber feine Timelapse, wie wir hier ganz kurz erstmal diese Matten verlegen. Und dann erkläre ich euch das weitere Vorgehen. So Leute, schaut euch das mal an. Bam, 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 Trend-Content. So sicher, dass es in die Trends kommt und so sicher, dass alles schief geht. Kommt safe in die Trends, oder? Das ist auf jeden Fall schon relativ safe.
Denn jetzt, meine Freunde, wenn das alles verklebt ist, kommen wir zum eigentlichen Herzstück des Ganzen, ja? Wir kommen zur Wasserrutsche. Darauf warten wir alle. Wir warten alle darauf, dass die Wasserrutsche jetzt gleich richtig steil geht, Leute. So. Yo, Dicker, schau mal, wie lang die ist, Diggi. Mr. Trent? Ja? Können Sie ganz kurz helfen? Absolut. Den einmal nach vorne zu ziehen. Ist ja von der Länge her genau perfekt einfach, Alter. So, wir haben natürlich auch vorgesorgt, Leute. Da wir ja wussten, dass wir, wie gesagt, hier kein riesiges Wasserparadies aufmachen können, gehen wir natürlich jetzt nochmal hin. Wir werden jetzt hier die Wände nochmal ein bisschen abkleben. Das soll ja hundertprozentig safe alles sein. Ich möchte nicht, dass irgendwann der Vermieter sagt, ihr seid geisteskrank. Wir sind eh geisteskrank. Aber dann, Leute, pusten wir vorne diesen Bumper auf, denn wir können quasi dann hier... Ah, Hitman! Heran! ...aus der Küche Anlauf nehmen und dann mit richtig heftigen Moves hier lang rutschen. Ist es nicht geil, Felix? Okay. Das war auch Thomas. Ja. Ich meine, Trendcontent-Mann. Ach, ja, genau. Stimmt, ja. Ich bin nicht Thomas. Halt jetzt mal genau hier vorne das Stück fest. Junge, weil da kann ja eigentlich nichts passieren, Leute, ne? Und Leute, wir wären natürlich ziemlich blöd, wenn wir nur Wasser dabei haben. Alter Kindertrick, Spülmittel, Leute. Das fluppt wie eine Eins. Ist ja mal sau billig, Alter. Kann man ja gar nicht aufpusten, weil es direkt wieder rausgeht. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht, weil das ist eh was für Anfänger und wir sind keine Anfänger, okay? Dementsprechend, Leute, gehen wir direkt hin und blasen das große Pad hier auch an der Seite so. Da jetzt halt eine Stunde oder so, aber wir haben ja Zeit. Noch vielleicht eine ganz kurze Anmerkung, Leute, bevor mich jetzt hier irgendwie abfuckt, dass ich das Ding danach wegwerfe. Ich habe zwei kleine Cousins und eine Cousine und ich glaube, dass die sich im Sommer auf jeden Fall darüber freuen werden. Also macht euch keine Sorgen, dass wir unnötigen Müll produzieren. Ich glaube, die haben sich sowas eh schon immer mal gewünscht. Wisst ihr, Leute, was ist der Unterschied zwischen mir und den Prank Bros? Die Prank Bros geben einen Fick darauf, was in ihrer Umgebung passiert. Ich aber als Allmann gehe hin und sichere alles drei- und vierfach ab, Alter. Wenn ich könnte, würde ich sogar den scheiß TÜV anrufen, damit ihr das Ding abnimmt. Es wird halt marginal wenig sein, Leute, was hier durchtropft. Und was hier durchtropft, wird maximal so viel sein wie in der normalen Feuchtbodenreinigung. Also die größten Sorgen mache ich mir nicht um meine Mitbewohner oder um die Nachbarn, die sind mir scheißegal, sondern tatsächlich um den wunderschönen Holzboden hier bei uns im Büro. Es klingelt! Ja, hallo? Hallo. Dankeschön. Schönen Tag, ciao. Ciao. Da muss ich ja denken, Scheiße. Was geht hier ab? Die fucking Wasserrutsche! Ist geil, oder? Boah, ich werde mir ja so gönnen. Okay, Leute. It's getting real here. Leute, wir fangen jetzt an. Boah, ey, ich bin so gespannt, Mann. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin. Und machen das Wasser auf die Rutsche. Ey, wenn das nicht gut konzeptioniert ist, dann weiß ich auch nicht, Mann. Okay, Wasser ist drauf, Leute. Jetzt kommt Spülmittel oben drauf. Ach ja, ich sollte vielleicht da oben auch Wasser drauf machen. Wer ist das jetzt? Leons Essen. Hallo? Oh, kommt einfach hoch. Das fluppt richtig gut, Junge. Und das Ziel ist dann quasi in die Küche, in den Mülleimer zu springen, sagst du? Ja, für dich vielleicht. Für mich. Ja. Weil du was reingehörst. Oh, super. Soll ich den ersten Testrutscher einfach mal machen? Der erste Versuch. Essen ist da. Yo, das geht richtig gut. Das Essen ist da. Ja, komm noch kurz rein, da kannst du kurz noch in der Wasserrutsche hier kurz rutschen. Ah, geil. Ja. Ist ja üblich in Büros quasi, ja, oder? Ja, wir arbeiten ja hart. Hallo. Hallo. Kannst du mitrutschen? Was macht ihr hier, wenn ich fragen darf? Wasserrutschen. Wir testen die. Wir sind von der Stiftung Warentest. Ah, genau. Guck mal, TÜV rein, dann. Wir testen Wasserrutschen. Ich glaube das nicht, weil sonst würde ich ein paar Ziel bestellen. Ey, wie ich dieses Drecksbüro liebe, Alter. Du toter Fisch. Das klebt voll nicht. Das ist richtig kacke. Das klebt voll. Nein, überhaupt nicht. Das ist nichts. Das ist saurutschig, Mann. Das muss auf jeden Fall noch besser werden. Mit dem Kopf auf den Boden. Komm bis zum Ende, ich weiß gar nicht, was du willst. Play, 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 let it rip. Los geht's, Runde Nummer 2. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Wasser hier am Start. Wow, wow, Thomas. Junge. Oh Gott, fall ich hin. Angeblich ist es ja nicht rutschig. Ist okay. Wir machen jetzt extra krass. Yo. Yo. Alter. Junge. Junge. Oh, Scheiße. Digga. Ah, Behinderung. Da rutscht man ja richtig geil, Alter. Wow! Wow! Ui! Yo! Wow! Wow! Apropos! Oh, yo! Ey, ist das geil!
mach mal Rücken. Oh Gott! Oh mein Gott, war das knapp! Ich hätte sterben können! Warte, ich schwimme zurück. Okay, links, wir rutschen einmal zusammen, ja? Okay. Thomas, it's your turn. Gib mir deine Chance, Bruder. Richtig. You ready? Let's go. Eins, go, go. Zwei, drei. Yo. Oh mein Gott! Alter! Yo! Au! Mein Ellbogen! Wahrscheinlich eine safe Sache, oder? Ja, du bist dran. Ja, nice. Ja! Guck mal, Jody hat ihn aber festgehalten. Yo. Ich hab voll die gute Idee, Alter. Das ist eine richtig safe Sache. Als ob du damit sliden willst. Yo. Mo, Alter. Mo hat einfach alles gekillt. Junge, verpiss dich! 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss über diese Fassung unterlegt geworden. Oh nein, Alter! Ich rein! Ich hätte doch einen Boost. Wieder raus. Ja, das ist ein Problem. Du hast einen Boost. Von der. Dann leider nicht mal sagen. Heute Leben! Ich bin auch immer vernünftig. Ich bin nachbar, die Hunde sind getroffen. Hier, Füße voran, rutscht der Arsch. Okay, Leute, jetzt Ego-Perspektive. Weg da, weg da, weg da. Woo! Nice! Warte, warte, warte. Au, ich bin auf dem Bildschirm. Ja! Junge, er hat ja richtig drauf. Yeah. Was für ein Move! Hey, warte mal, er ist so angelaufen. Nein! Ich hab ihn nicht verletzt. Okay, finish? Yes! Watch the dab. Ew, the dab. Guckst du so skeptisch? Das läuft super, Alter. Guck mal, wie sicher wir hier sind. Alter, das ist ja völlig verrückt. Und es gab bis dato auch noch keine Verletzten? Nein. Alter! Wer hat denn den ersten Satz für die schönste Badehose gelegt? Ich glaube die männlichste. Du hast auf jeden Fall eine gute Badehose. Aber die schönste hat alle mit Baby. Oh, das ist geil, Alter. Willst du auch mir rutschen? Ich habe eine Badehose für dich übrig. Ah, nee, ich habe heute leider Rücken. Das sonst hätte ich das natürlich sofort gemacht, aber das tut mir leid. Das funktioniert ja wie geschnitten Brot, Alter. Paluten? Ja? Was hast du da gerade gemacht? Gar nichts. Wenn ich jetzt komme und donnel. Nein, dem geht's gut. Guck. Dem geht's super. Also Leute, ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Morgen geht's weiter mit der Vlog Week. Es ist wieder was Krankes geplant. Ich bin komplett fertig. Mein Rücken ist auch rot, oder? Oh, nein. So, perfekt. Leute. Macht's gut, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr durch eine mögliche Trendplatzierung auf dieses Video gestoßen seid, dann
Dank Trend-Content, Mann. Ciao, ciao. Du kannst nicht laufen, oder?